Vor 5 Jahren beschloss der Nürnberger Stadtrat, einem Verkehrsgutachten folgend, den Gedanken an eine Unterpflasterstraßenbahn nicht weiter zu verfolgen und ihn vor allen Dingen bei allen weiteren Planungen, speziell dem Umbau des Bahnhofsplatzes und des Plärrers, zweier Verkehrsknotenpunkte, nicht mehr zu berücksichtigen. Der ständig zunehmende Verkehr hat diesen Beschluss längst überrollt. Die Zahl der Kraftfahrzeuge hat sich in Nürnberg seit 1956 nahezu verdoppelt. Heute sind etwa 90.000 registriert. Neue Straßen können nicht geschaffen werden. Die bestehenden reichen nicht aus, um sowohl die Kraftfahrzeuge als auch die öffentlichen Verkehrsmittel, die Straßenbahn also, aufzunehmen. Vor allem in der Innenstadt zwischen Plärrer und Hauptbahnhof verdient das Gewühl in den Straßen, vor allem während der Morgen- und Abendstunden, nicht mehr die Bezeichnung fließender Verkehr. Straßenbahnen und Autos sind einander überall im Weg. Nun kann und will man in Nürnberg nicht, wie dies häufig gefordert worden ist, ganz einfach auf die Straßenbahn verzichten. Immerhin befördert sie täglich etwa 350.000 Fahrgäste, davon allein 40.000 in der Innenstadt. Mit Autobussen, die man auf weniger belebten Strecken schon anstelle der Straßenbahn einsetzt, ist diese Menge nicht zu transportieren. 1961 beauftragte die Stadt den Stuttgarter Experten Professor Walter Lambert, in einem Gutachten die künftige Lösung des Stadtverkehrs darzustellen. Gestern Nachmittag musste der Stadtrat entscheiden, ob die Straßenbahn, wie vorgeschlagen, zukünftig unter der Erde fahren soll. Folgender Beschluss, den der Oberbürgermeister verlas, wurde einstimmig verabschiedet. Wenn auch die Finanzierung der enormen Baukosten für ein U-Strap-System derzeitig noch völlig ungeklärt ist, so stimmt der Stadtrat doch im Hinblick auf eine weitschauende Planung der Verkehrssanierung dem Gutachten Lambert im Grundsätzlichen bezüglich der Verlegung des Massenverkehrs mittels Straßenbahn in die zweite Ebene zu und beschließt dazu im Einzelnen, nach entsprechender Vorbereitung durch eine Arbeitsgruppe des Baureferates, der Verkehrs AG und der Deutschen Bundesbahn, soll baldmöglichst ein Projektierungsbüro mit der Ausarbeitung eines Vorprojektes beauftragt werden. Die Frage, ob eine Unterpflasterstraßenbahn oder eine regelrechte U-Bahn gebaut werden soll, wurde nicht mehr diskutiert. Die U-Bahn würde sich für Nürnberg kaum lohnen. Wie hier im südlichen Stadtrand, auf einer kurzen Strecke schon seit Jahren, soll die Straßenbahn später einmal weitgehend unterirdisch verlaufen. Rund 15 Kilometer Tunnelstrecke sind geplant, die die wichtigsten Punkte der Stadt miteinander verbinden. Am Plärrer sollen die Arbeiten beginnen. Von hier aus verläuft die geplante Strecke in fast gerader Richtung zur Mauthalle, quer durch die City. Unter dem historischen Bauwerk wird eine Gabelung, die Verbindung zum Hauptbahnhof und weiter nach Süden auf die Sebalder Stadtseite und damit der nördlichen Stadtteile ermöglichen. Die technischen Schwierigkeiten der Unterpflasterstraßenbahn werden groß sein. In 13 Meter Tiefe muss beispielsweise die Pegnitz unterquert werden. Die meisten Gebäude in der Altstadt, die über dem Straßenbahntunnel liegen, wird man durch umfangreiche Maßnahmen sichern müssen. Weitschauend ist auch für die sogenannte Südstadt, die das große Entwicklungsgebiet Nürnbergs darstellt, eine Unterpflasterstrecke geplant. Große Fabriken und ständig wachsende Wohngebiete haben dort ähnliche Verhältnisse geschaffen wie im Stadtkern. Wo man sich jetzt mühsam durch viel zu enge Eisenbahnunterführungen schlängelt, soll die Straßenbahn unterirdisch verlaufen. Quer durch den südlichen Teil Nürnbergs und fast parallel zum Citytunnel wird hier einmal die Unterpflasterbahn verkehren. In den Außenbezirken sieht der Vorschlag von Professor Lambert vor, die Straßenbahn teils als Tiefbahn, auf jeden Fall aber auf eigenem Bahnkörper fahren zu lassen, wie dies in neu entstandenen Vierteln oder zwischen Nürnberg und Fürth schon geschieht. Bei all diesen Plänen muss aber das Bestehende weiter instand gehalten oder erweitert werden. Das bedeutet ständige große Ausgaben. Das sind Gelder, die man nicht für den gestern beschlossenen Bau der Unterpflasterstraßenbahn auf die hohe Kante legen kann. Dieser Beschluss des Nürnberger Stadtrats ist der weittragendste, der in diesem Plenum je gefasst worden ist. Ohne Details festzulegen, sieht er vor, die Straßenbahn in der Innenstadt weitgehend unter die Erde zu verlegen. Die Verwirklichung des Planes dürfte Jahre, wenn nicht Jahrzehnte beanspruchen. Wer die Kosten für dieses Projekt, man beziffert sie vorsichtig geschätzt, auf rund 1 Milliarde D-Mark tragen soll, das bleibt vorläufig im Dunkeln.